Ja, hallo ihr Lieben. Und zwar geht es darum, ich habe Post bekommen von einer lieben Abonnentin von mir. Es ging eigentlich nur um einen Strasspicker, deswegen habe ich nicht schlecht gestaunt, als der Postbote vor meiner Tür stand und mir dieses kleine Päckchen hier in die Hand gereicht hat. Und ich mir gedacht habe, dann habe ich den Absender gelesen und wusste ja, dass es dann von ihr ist. Und dachte mir nur so, okay, wir haben eigentlich einen Strasspicker. Ja, hatten wir eigentlich ausgemacht, weil sie wollte mir einen Strasspicker zusenden, weil sie sagte, sie hat zwei. Ja, und ja, also ich habe es schon mal hier an den Seiten aufgemacht, aber noch nicht reingeguckt und das würde ich sagen, machen wir jetzt zusammen. Ich muss das eben kurz zu mir nehmen, damit ihr keine Adressen gar nicht seht, weil es soll ja ein Briefgeheimnis bleiben. So, ist ja süß. Erstmal hat sie mir ein bisschen Flickerkram reingepackt. Ach, voll süß. Freuen wir uns alle. Setzen wir uns nachher alle zusammen hin und dann futtern wir die. Vor allen Dingen, meine Kinder lieben sowas ja auch. Bivouac-Bonbons finde ich richtig geil. Mag ich mega gerne. Und diese Eukalyptus-Bonbons mag ich auch total gern. Also, das ist komplett meins. Ich schiebe das mal so an die Seite und hole den Rest dann hier raus. Ach nein, wie süß. Und ein niedliches Kärtchen hat sie auch noch mit reingepackt. Oh, Moment. So, ich packe mal die ganzen Schlickersachen an die Seite. Moment. Ich hoffe, ich darf das vorlesen. Ich werde mal eben gucken. Ups. Ah. Das ist ja süß. Also, sie hat geschrieben, viel Spaß beim Picken. Die Klümpchen sind gegen Heiserkeit im Video. Ja, weil ich mache ja öfters, oder bei meinem letzten Video ist ja meine Stimme irgendwie weggegangen. Voll süß, danke liebe Britta, fand ich echt, ist niedlich von dir. Ja, so und eigentlich ging es um ihn hier, den Strasspicker. So, jetzt habe ich einen, vielen lieben Dank. So, dann friemel ich mal dieses Säckchen auf. Oh, ich liebe ja diese Säckchen, ne? Oh, ich finde sie ja richtig toll. Denn da noch alles mit reingepackt. Also, das ist erstmal. Oh, ganz viel Nail Art. Oh, so ein Horse Eye sehe ich. Eine kleine Schleife kann ich hier erkennen. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Dann Blümchen. Noch so ein Horse Eye. Was ist das da unten? Oh, auf jeden Fall richtig cool. So ein paar kleine Steinchen. Ich hoffe, euch stört das Geräusch da jetzt nicht. Aber richtig toll. Vor allen Dingen, die sehen so toll aus. Ne? Die haben so ein bisschen diesen Perlmutt-Muschel-Effekt hier, ne? Diese kleinen Blümchen da drinnen. Richtig cool. Die Schleife kommt auf jeden Fall zu meiner Overlay-Sammlung. Und ich denke mal, die kleinen Horse-Eye auch. Dann packe ich euch das mal aus. Dann sind hier so kleine Halbperlen sind das in verschiedenen Farben. Die sind jetzt ein bisschen statisch aufgeladen. In verschiedenen Farben. Aber auch voll schön, ne? Die haben alle diesen, hier die oben auf jeden Fall haben diesen Pastell-Look. Auf jeden Fall ganz schön. Ganz toll. Freue ich mich drüber. Oh. Palmen. Ach, wie cool. Die sind echt geil, ne? Oh, die sind schön. Ja, die sind voll toll. Freue ich mich total drüber. Oh, ich finde ja sowas süß, ne? Also, ich meine, ich bin echt ein bisschen überwältigt, dass sie mir dann noch so ein bisschen Nail Art mit reingepackt hat. Hätte ich jetzt nicht wirklich mit gerechnet. Es hätte auch nicht gebraucht. Aber ich mache es gut. Aber ich glaube, das meint sie mit. Nee, das meint sie damit. Obwohl, das ist auch. Oh, schön. Ich versuche mal eins rauszupicken. Moment, ich hole mal eine Zange, hier eine Pinzette, bevor ich irgendwas kaputt mache oder so. Ne. Aber man will immer eins und dann hat man immer 5000, ne? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sind so niedliche, kleine, ganz dünne Einleger. Oh, guck mal, es wird sich sogar gut machen, ne? Wenn ich das da hätte. Ja, es grübelt schon wieder in meinem Hinterstübchen. Aber voll schön. Das ist so ein bisschen Gold und
Auf der anderen Seite ist das hier dieses Rosé. Roségold und Gold. Also man kann sich halt aussuchen, wie rum man die tragen möchte, ne? Aber sehr, sehr schön, wo habe ich den Deckel da? Also sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Und das Gute ist ja, ich habe ihr geschrieben, sie soll die Adresse mit draufschreiben. Das hat sie getan. Und das werde ich dann definitiv gut machen bei ihr. Ah, jetzt weiß ich auch, was sie mit Steampunk meint. Das ist das nämlich. Ah, wie geil ist das denn? Das ist richtig, richtig cool. Ah, wie cool ist das? Hier sind so einzelne, ja, ich würde jetzt sagen, von der Uhr so Stückchen. Also, das soll sowas darstellen, ne? Hier sind Zahnräder. Boah, das ist ja richtig, richtig geil. Oh, wie schön. Ja, also, da gibt es dann definitiv noch ein Video zu. Ich finde das richtig cool. Guckt euch das mal an. Also wer jetzt sagt, die sind kacke, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Weil ich finde die auf jeden Fall definitiv geil. Und ich denke, die würden sich auch toll auf meinem Nagel machen, ne? Oh Mann, schlimm, wenn es hier wieder rotiert, ne? Aber da werde ich euch definitiv ein Video zu machen. Da wird es auf jeden Fall ein Design mitgeben. Ich denke, ich werde die beiden dann kombinieren. Und das wird es dann mal anders in einem anderen Video auf jeden Fall geben. Also die werde ich definitiv verarbeiten. Die stehen jetzt nicht nur so bei mir rum und langweilen sich in meinen Schubladen. Also die werde ich auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall verwenden. So, das war das kurze Unboxing-Video von mir. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir, liebe Britta. Und du weißt ja, ich habe deine Adresse, also wundere dich nicht. Wenn dann mal irgendwann bei dir der Postbote klingelt und dann mein Name vielleicht auf deiner Post steht. Also wundere dich dann nicht, ne? Weil, wie gesagt, es hätte, ja, es hätte nicht sein müssen, ne? Und von daher denke ich, da ist eine kleine Wiedergutmachung auf jeden Fall drin. Weil ich finde sowas süß, ne? Ja. Weil es ging ja nur um diesen Strasskicker. Dann auf einmal bam. Aber richtig cool, freue ich mich auf jeden Fall super drüber. Und wie gesagt, ihr werdet da definitiv noch was von sehen. Vor allen Dingen die, ne? Ich habe mich verliebt. Wirklich, die finde ich richtig, richtig geil. Ja, also, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und ja, das bleibt nicht so offen stehen, auf jeden Fall nicht. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag. Bei uns scheint die Sonne bombig. Und ja. Wir hören uns dann voneinander, ne? Bis denn!